Moin Leute, heute möchte ich euch wieder kurz und knapp eine neue Sagenfigur vorstellen, nämlich die Roggenwurm. Während der Recherchen für mein Buch Fabeljäger konnte ich nämlich herausfinden, dass die Roggenwurme super beliebt war bei erwachsenen Leuten, um Kinder aus den Feldern der Bauern fernzuhalten. Man hat den Kindern nämlich die Roggenwurme als alte Frau verkauft, die im Feld sitzt und nur darauf wartet, zuschlagen zu dürfen, wenn jemand Unbefugtes das Feld betritt. Stay out of my territory. Die Roggenwurme konnte dabei bis zu 3 Meter groß werden und damit über das ganze Feld schauen, was ziemlich verstörend ist. Die Eindringlinge wurden dann entführt, in einem Sack verschleppt oder mit ins Wurzelreich genommen. Damit diese Entführung nicht auffällt, hat sie dann einfach das echte Kind gegen einen Wechselbalg vertauscht und so ein perfektes Verbrechen gehabt. Wenn man versuchte wegzurennen, wurde die Roggenwurme spontan zu Usain Bolt. What the hell? Um das Ganze noch abzurunden, wurde die Roggenwurme auch dafür verantwortlich gemacht, Ernten schlecht ausfallen zu lassen.